So, wie wir gesehen haben, bekommen wir jetzt also ein breites Signal hin, indem wir jetzt zweimal dieselbe Spur haben, die eine nach links pennen, die andere nach rechts und die dann mit einem Delay ein bisschen zeitlich verzögern, so dass letztendlich Laufzeitunterschiede entstehen, also dass die Phasen verschoben zueinander sind und dadurch entstehen Phasenauslöschungen und mit diesen Phasenauslöschungen hat man letztendlich auch Unterschiede in der Lautstärke. Und deswegen ist es möglich, dass wir ein breites Stereo-Signal bekommen, denn ab und an sind meinetwegen links irgendwie Lautstärkeunterschiede und dann wieder rechts und dadurch bekommen wir halt einfach so ein Stereo-Bild. Wenn wir diese Lautstärkeunterschiede bzw. diese Phasenauslöschung nicht hätten, dann würde das Signal einfach nur aus der Monomitte kommen und wir hätten ein langweiliges Signal in der Monomitte. Und das ist der Effekt, wie man ein Signal breiter machen kann. Und der Chorus-Effekt, der heißt ja nicht umsonst Chorus, denn Chorus, das sind einfach mehrere Stimmen sozusagen in unterschiedlichen Tonlagen. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, wie wir ein Signal breiter bekommen, nämlich in verschiedenen Tonlagen. Also auf der einen Seite, indem wir das eine Signal verzögern, sodass Phasenauslöschungen entstehen, oder dass wir die Tonhöhe verändern, sodass auch Phasenauslöschungen entstehen und wir das dann halt einmal links und einmal rechts richtig dann wahrnehmen, sodass ein breites Stereobild entsteht. Und jetzt zeige ich euch das nochmal, indem ich jetzt hier ein, also die Wellenform nehme, also die Rechteckwelle, die jetzt mit dem LFO um 10 Cent in der Tonhöhe nach oben moduliert wird. Dieses Ding penne ich jetzt nach rechts. Und jetzt habe ich fast die gleiche Wellen oder fast die gleiche Audiospur, allerdings wird sie nicht nach oben hin in der Tonhöhe moduliert, sondern nach unten hin, sodass dass halt auch Phasenauslöschungen entstehen. Und das penne ich jetzt nach links. Und schalte das mal langsam hinzu. Und wir sehen auch bei diesem Korrelationsgrad-Messgerät, dass das Ding hier immer von rechts nach links geht. Das heißt, wir sehen hier auch eindeutig Phasenauslöschung. Und dann hier noch coole Optiken. So, und wenn wir jetzt noch einmal dieselbe Spur, die jetzt allerdings nicht in der Tonhöhe moduliert wird, in der Monomitte lassen, dann entstehen nochmal zusätzliche Phasenauslöschungen, womit wir endlich mal so geile Choruseffekte hinbekommen. Und da wir jetzt so einen Chorus-Effekt hinbekommen haben, also es gibt, könnte ich an dieser Stelle jetzt eigentlich abbrechen, aber es gibt, will ich noch dazu sagen, es gibt recht viele Möglichkeiten, wie wir jetzt so ein breites Stereo-Signal hinbekommen. Also wichtig ist, dass wir auf jeden Fall einmal ein Signal links haben, dann das andere Signal rechts und die beiden müssen irgendwie Phasenauslöschung miteinander bekommen. Erst dann nimmt man dieses Stereo-Bild wahr. Dann können wir als Zusatz, wie ich gerade gemacht habe, in der Mitte jetzt nochmal dieselbe Audiospur, die allerdings nicht in der Tonhöhe verändert wird, nochmal hinzuschalten. So entstehen nochmal zusätzliche Auslöschungen. Jetzt könnte ich meinetwegen nochmal dieselbe Spur in die Mitte schalten, die allerdings dann ein bisschen verzögert startet, sodass wieder Phasenauslöschungen entstehen. Also so kann man einfach den Grad der Modulation selber bestimmen. Und darin unterscheiden sich die ganzen Modulationseffekte Phaser, Chorus und Flanger eigentlich. Also wie diese ganzen Modulationen letztendlich hervorgerufen werden. Aber so dieses Basic-Rezept, dass wir einfach ein Signal links und rechts haben, Phasen verschoben und dann noch in der Mitte eins hinzuschalten, damit kann man erstmal schon mal so ein breites Signal hinkriegen. Und jetzt zeige ich euch mal, was man damit dann noch machen kann. Jetzt greife ich aber schon ein Kapitel ein bisschen vorweg und zwar haben wir jetzt erstmal so ein schönes breites Signal. Hört sich natürlich noch recht langweilig an, jetzt schalte ich mal einen kleinen Drumkit hinzu. Also rein vom Sound haben wir jetzt ja eine schöne Rechteckwelle, die sich ja eigentlich schon ganz gut anhört und wir haben einen breiten Charakter, was wir ja auch wollen und so ein paar schwebende Phasenauslöschungen, die auch wieder so einen warmen Charakter erzeugen. Und das sind ja schon Eigenschaften, mit denen man eigentlich recht viel anfangen kann. Jetzt klingt das aber irgendwie immer noch scheiße. Und jetzt werde ich mal, wie gesagt,
etwas vorwegnehmen. Und zwar werde ich jetzt die Summe von diesen, das sind ja letztendlich drei Audiospuren, Rechteck in der Mitte, Rechteck rechts, Rechteck links und hiervon die Summe. Da seht ihr jetzt schon mehrere Effekte, die jetzt grau hinterlegt sind, das heißt, die sind nicht angeschaltet. Und ich habe hier jetzt unter anderem einen Kompressor und mit einem Kompressor kann man die Dynamik einschränken. Also ich werde dafür auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich das genauer erkläre. Auf jeden Fall kann ein Kompressor die Dynamik einschränken. Das heißt, er staucht sozusagen das Signal in der Lautstärke ein bisschen zusammen. Und dieses Stauchen, dieses in der Lautstärke zusammendrücken, das macht der Kompressor rhythmisch. Und zwar fängt der Kompressor an zu arbeiten, wenn die Bassdrum einen Schlag von sich gibt. So habe ich das einfach eingestellt. Das heißt, im Takt der Bassdrum wird das Signal zusammengestaucht. Und das Signal, das Endergebnis hört sich dann schon ziemlich gut an. So, hier runter haben wir dann ein Noise Gate und ein Noise Gate, das macht genau das Gegenteil, das öffnet das Signal einfach nur ab einem gewissen Schwellenwert. Und ich habe jetzt vereinfacht gesagt, er soll das Signal nicht nur öffnen, wenn eine Hi-Hat schlägt, er soll das Signal dann lauter machen. Das heißt, das hat dann auch wieder etwas Rhythmisches. Also der Kompressor, es wird erstmal mit jedem Bassdrum-Schlag zusammengedrückt in der Lautstärke. Gleichzeitig wird es mit jedem Schlag von der Hi-Hat nochmal in der Lautstärke angehoben. Das macht das Noise Gate. Jetzt kommt hier noch ein kleiner Bit Crusher hinzu, damit das Signal ein bisschen crunchy wird. Und jetzt habe ich hier nochmal ein Noise Gate, was nach verschiedenen Mustern das Signal öffnet und schließt, was ich auch eingestellt habe. Und das hört sich eigentlich schon ganz brauchbar an. Und das sind letztendlich ja Tipps, die man jetzt nicht eben so in ein, zwei Sätzen, finde ich, erklären kann. Denn wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, also wir haben jetzt ja hier bestimmt schon 20 Minuten lang uns diesen ganzen Kram hier angeguckt. Und das, ja, da stecken einfach mehrere Gedankengänge hinter. Denn am Anfang hatten wir einfach nur die Rechteckwelle, die in der Monomitte war. Und wenn ich die ganzen Effekte jetzt hier nochmal ausschalte. Das ist quasi das Resultat, wenn man anfängt, irgendwie Klänge zu erzeugen und man auch keinen Plan von Phasenverschiebung, Kompression und der ganzen Sache hat. Und das ist, finde ich, einfach ein absolut ernüchterndes Ergebnis. Ich meine, da macht man sich irgendwie die Mühe und dann bekommt man so ein Resultat raus. Und es hört sich irgendwie dreckig an. Und außerdem belegt dieser Sound ja jetzt die Monomitte. Und in der Monomitte kann das ja sein, dass da jetzt irgendwie schon ein Typ am Rappen ist oder halt ja irgendwie Gesang oder ein Lead-Sound ist und somit werden die beiden Dinger sich dann schon in der Quere. Und jetzt habe ich euch gezeigt mit Modulationseffekten, wie man das Signal breiter machen kann. Und natürlich muss man das jetzt hier nicht so auf diesem manuellen Wege machen, wie ich das gemacht habe. Das frisst natürlich Zeit. Man kann dann einfach in Massive sagen, hey, hier, ich will hier irgendwie so einen coolen Chorus-Effekt. Aber ich habe euch das erklärt, damit ihr erstmal die Gemeinsamkeiten vom Flanger, Chorus und Phaser hört und auch einmal gesehen habt, wie man sowas, ja, wie, woher das kommt, wie man irgendwie so einen Chorus-Effekt machen kann, wie der Ursprung einfach ist. Und wenn ich das, also wenn ich diese Rechteckwellenform jetzt hier mit meinen ganzen Effekten versehe, so dass es halt im Beat am Pumpen ist, dann hört sich das immer noch nicht so cool an. Und das ist dann auch so ein Resultat, was dann immer ein bisschen ernüchternd ist. Also als ich angefangen habe mit Synthesizern, dann, ja, es waren immer so Niederschläge irgendwie. Ich fummel da irgendwie 2, 3 Stunden an dem Sound rum und misch das dann endlich mal mit meinem Drumkit und erwarte dann halt auch so einen geilen, breiten Sound und sowas kommt dann halt einfach nicht zustande. Und dann noch ohne Kompressor-Tricks, also das kann manchmal ziemlich ernüchternd sein. Und ich zeige euch das jetzt einfach nur, damit ihr seht, dass man aus einer beschissenen Rechteckwelle eigentlich total den geilen Sound rauskriegen kann. Aber jetzt gar nicht so in die Richtung Sounddesign, sondern mit anderen Effekten drumherum. Und wenn ich jetzt hier wieder das linke und das rechte Signal hinzuschalte, dann hört es sich auch wieder echt besser an. Und das soll euch auch gleichzeitig so einen kleinen Ausblick geben, was man mit, ja, mit Klangsynthese und mit Modulationseffekten und mit Kompressoren und so weiter alles machen kann. Also man kann aus leichten Sounds oder aus leicht zu erstellenden Sounds auch ziemlich viel herausholen. Man muss einfach nur wissen, wie.
Und ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich euch diese Kompressortricks nochmal genauer erkläre. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie man so ein Signal schön breit machen kann. Und da wir den ganzen Kram jetzt wissen, können wir uns jetzt auch beruhigt mal wieder den Massive-Effekten zuwenden. Nein, die Parameter, die verändern sich hier nicht wirklich. Also wir haben ja einmal wieder diesen Dry-Wet-Regler, womit wir das Mischverhältnis regeln. Dann hier haben wir die Stärke, einfach die Stärke der Modulation. Rate, das ist dann die Modulationsgeschwindigkeit von dem LFO. Und Offset, das ist einfach nur die Verzögerung, die eingestellt wird. Wenn ich jetzt mal diesen normalen Chorus nehme, schalte ich das hier alles erstmal weg. Dann hören wir auf jeden Fall eine leichte Schwingung, und wenn ich den Rate-Parameter aufdrehe, dann hört ihr, wie, ja, dass es einfach immer schnell am Schwingen ist. Na, mehr muss ich, glaube ich, da jetzt gar nicht mehr zu sagen. Und also generell die Unterschiede zwischen Flanger, Chorus und Phaser, also das müsst ihr mal irgendwie nach googeln oder so, weil wenn ich das jetzt noch alles erklären würde, also ich denke mal, das würde den Rahmen schon ganz gut sprengen. Aber rein gehörbildungsmäßig reicht das, glaube ich, erstmal. Also ihr habt jetzt irgendwie gecheckt, okay, das geht alles irgendwie in dieselbe Richtung. Und das Wichtige ist einfach nur, dass man einfach so eine Stereo-Verbreiterung mit diesen Effekten hinbekommen kann. Und ohne die funktioniert es halt, ja, auf so manuelle Weise, wie ich das gemacht habe, aber es dauert dann halt ein bisschen länger. Aber so kommt man auch zum Ziel. Nochmal ein wichtiger Nachtrag. Also es gibt im Massive auch einen ganz leichten Weg, wie man eine Stereo-Verbreiterung hinbekommt. Und zwar muss man hier nur auf Voicing gehen. Und hier kann man sagen, dass er das Signal mehrstimmig abspielen soll. Dann klicke ich jetzt zum Beispiel hier auf, dass er es zweistimmig abspielen soll. Okay, ist immer noch in der Mono-Mitte, bringt uns nichts. Und jetzt können wir hier einfach auf Pan Position klicken. Und hier haben wir einen Regler, so ist es erstmal auf Mono. Und jetzt haben wir auf einmal ein breites Signal. Und das ist eigentlich ein ziemlich leichter Weg. Also generell lohnt es sich auf jeden Fall nochmal im Handbuch nachzuschlagen und sich mit dieser Sache hier ein bisschen näher vertraut zu machen. Hier gibt es nämlich ziemlich cool Einstellmöglichkeiten, die ich jetzt hier aber nicht alle erklären möchte. Auf jeden Fall lohnt sich das definitiv. Und das, was ich jetzt gemacht habe, das ist das, also hier macht Massive dasselbe, was wir schon hier manuell gemacht haben, indem wir zweimal dieselbe Spur haben und eine einfach nur in der Phase verschieben. Also zum Beweis, guckt euch mal hier im Goniometer mal das Bild an. So schaut's aus. Jetzt werde ich mal meine Spuren nehmen. So, ich habe das jetzt manuell verschoben und das ist dasselbe Resultat, was Massive hier auch macht. Cool.